So, wir sind jetzt hier am Stand vom Mantico Verlag auf der RPC 2015 und wir haben hier den Verlagschef und Gründer Nikolai Bonditz. Oder? Richtig genau. Ausgesprochen? Oder einfach auch Nick. Genau. Ist einfacher. Ja, so. Ihr seid ja auch ein irgendwie doch noch recht junger Verlag so in dem Bereich. Also in der Zwischenzeit deutlich gewachsen mit einem relativ großen Programm jetzt. Also gerade eben über das Rollenspiel Game of Thrones, das mal lief als Feuer, seid ihr ja jetzt nochmal an Bekanntheit erlangt. Das so. Stimmt. Das ist auch schön so und wir versuchen auch weiter schnell zu wachsen. Ja, und ihr habt ja eigentlich angefangen mit Spielbüchern. Genau, mit dem einsamen Wolf. Der einsame Wolf ist auch eine unserer Neuerscheinungen hier auf der Messe. Die Fans wissen es wahrscheinlich schon, der 19. Band des einsamen Wolfs ist jetzt draußen. Das ist also eine Riesenserie. Damals gab es in Deutschland nur bis Band 12. Wir haben uns dann halt der Aufgabe angetan, dass wir die Serie komplett veröffentlichen. Das sind 32 Bände. Jetzt haben wir Band 19 erreicht, was, wie du ja schon sagtest, uns gibt es ja noch nicht so lange, 5 Jahre, sehen wir schon als eine gewisse Leistung, da bis Band 19 vorgedrungen zu sein. Und dieses Jahr kommen dann noch 1-2 andere Bände. Und damit kämen wir dann bis Band 21 dieses Jahr. Aber wir haben auch noch mehr auf der Messe hier. Wir haben nämlich noch ein anderes Spielbuch. Eine große Freude. Da haben wir lange darauf gewartet, dass wir das machen konnten. Sorcery. Viele Spielbuchfans kennen es wahrscheinlich noch als die Annaland-Serie aus den 80er, 90er Jahren. Hat gestern auch zu unserer Freude einen Award bekommen hier auf der RPC. Und wir sind froh, den ersten Band dieser Serie jetzt hier auf der RPC präsentieren zu können. Wird jetzt auch in den Handel kommen die nächsten Tage. Und das ist eine vierbändige Serie. Und da werden die Bände innerhalb der nächsten, also dieses Jahr und nächstes Jahr erscheinen. Ja, dann Glückwunsch auf jeden Fall schon mal zum Award. Dankeschön. Ja, aber ihr tut ja nicht nur jetzt die Spielbücher, sondern ihr habt ja auch noch ein Rollenspiel, sondern ihr habt ja auch mehr. Genau, wir haben auch noch also Romane, ein anderes Standbein des Verlags, was wir immer weiter ausweiten. Auch da haben wir übrigens gestern, muss ich noch kurz erwähnen, ist zwar keine Neuerscheinung, aber ein Award bekommen für The Rising von Felix Münter, deutscher Autor. Sind wir auch sehr, sehr stolz, dass wir da einen Award bekommen haben. Und als Neuerscheinung hier für die Messe haben wir einen Fantasy-Roman, die Legenden von Noaret, die Stunde der Helden von Jörg Benne. Jörg Benne hat schon mehrere Bücher veröffentlicht, mit diesem Buch allerdings aus der Welt Noaret macht er sein Debüt beim Manticore Verlag. Wir sind da sehr froh, dass wir ihn zu unseren Reihen zählen können. Und last but not least haben wir noch Legends of Lone Wolf, Vermächtnis der Kai. Auch eine tolle Sache, das ist nämlich die Romanreihe zu Einsamer Wolf. Wir haben ja mit, wie gesagt, Einsamer Wolf ist ja unser Kernprodukt des Verlags, diese Spielbuchreihe. Und Legends of Lone Wolf ist dann die Romanreihe dazu. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr eindrucksvoll. Also, Einsamer Wolf, wo ich mich bis jetzt noch nicht dran getraut habe. Schande. Ja, Zeit ist halt auch begrenzt. Bücher stammelt sich an. Ja, Spiele. Aber Spielbücher sind ja eine super Sache, weil die kann man ja immer zwischendurch, das ist ja das Tolle. Kannst du abends mal, kannst du dich eine halbe Stunde auf das Sofa hauen oder so und kannst ein bisschen Spielbuch spielen. Da habe ich auch vor, also ich freue mich auch. Ja, ich freue mich auch dann auf das hoffentlich bald erscheinende von Sven Harder. Natürlich, ja. In Fate of Work. Ja. Hat sich alles ein bisschen verzögert, leider. Aber das wird auf jeden Fall dieses Jahr kommen. Versprochen. Ja, wir freuen uns natürlich auch auf, weil natürlich von unserem Musik her, also von unserem Radio her, das wir haben, ist natürlich gerade Metal und so auch dann nochmal ein recht großer Anteil von den Leuten und so. Deswegen, also von dem, was ich auch mit Sven Harder schon so gesprochen habe, was so angedeutet hat, bis jetzt wird es auf jeden Fall genial. Vor allem die CD dazu. Ja, so. Ich denke auch. Können wir nachher auch nochmal hier hinwinken oder so. Jo. Aber wie wir auf jeden Fall auch noch haben, das hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, weil das eins der Spielbücher ist, die jetzt zwischen der Spiel und der RPC rausgekommen sind, ist auch noch ein neues Spielbuch, was wir haben, Feuer des Mondes. Ich glaube, da haben wir auch die Autoren hier. Ja, dann würde ich mal reinwinken. So, ja, hallo. Ich bin der Florian Sussner, ich habe das Feuer des Mondes geschrieben, zusammen mit meinem Zwillingsbruder, dem Christian. Und das ist vor kurzem rausgekommen und wir sind total stolz darauf. Ja, dann erzähl uns doch mal ein bisschen mehr dazu.
Ja, also das Feuer des Mondes ist im Prinzip in der Tradition der früheren Spielbücher, zum Beispiel Sorcery, was ja gerade auch schon gezeigt worden ist. Wir haben versucht, diese alten, bewährten Mechanismen zu übernehmen, aber gleichzeitig dem was Neues zu geben, neue Facetten hinzuzufügen. In dem Buch spielt man die Rolle eines Nachtwächters in der Stadt Waldheim. Man wird auf einer nächtlichen Runde von einem dunklen Wesen verflucht und muss dann erstmal einen Weg finden, diesem Fluch wieder zu entkommen, weil der Fluch, der frisst an der eigenen Menschlichkeit. Diese Menschlichkeit ist auch einer der drei Werte, die man als Spieler hat. Man hat neben Lebensenergie und Gewandtheit eben die Menschlichkeit. Wenn die zu schlecht wird, dann wird dieser Fluch einen fordern sozusagen. Die Menschlichkeit, die wird immer wieder ein bisschen schlechter werden aufgrund des Fluches. Gleichzeitig kann man die auch beeinflussen durch seine Handlungen. Also wenn ich dem wehrlosen Gesellen auf der Straße die Hand reiche und ihm helfe, dann steigt meine Menschlichkeit. Wenn ich den nochmal, wenn ich nochmal reintrete und den ausraubt, dann sinkt die natürlich. Und kann aber auch Vorteile haben. Bei einer niedrigen Menschlichkeit würde mich der andere Räuber auf der Straße nicht überfallen, weil er genau sieht, der hat der selber ist ein fieser Halunke, mit dem will ich nichts zu tun haben. Von daher muss man immer so ein bisschen gucken, in welche Richtung geht es. Und gerade extreme Werte können dann auch dazu führen, dass die Werte immer noch extremer werden. Weil wenn ich schon eine sehr schlechte Menschlichkeit habe, dann habe ich gar nicht mehr die Wahl, ob ich dem helfen will oder nicht, sondern ich werde einfach automatisch den ausrauben. In diesem Buch hat man im Grunde, wir haben es in drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil, da wird der Plot entwickelt, da passiert die Geschichte. Und von da aus macht man sich dann auf in unbekannte Gebiete, Waldgebiete, wo man ein freies Labyrinth erforschen kann. Das war uns sehr wichtig, dass hier komplette Freiheit herrscht. Das heißt, man kann in diesem Labyrinth vorwärts gehen, rückwärts gehen, kann an Stellen, wo man schon war, auch nochmal wieder hinkommen, wenn man möchte, kann da beim zweiten Mal auch was Neues entdecken und muss im Grunde in diesem Labyrinth sich zurechtfinden, damit man seinen Weg dadurch erfolgreich meistert. Und ich zeige mal so eine Karte, die ist jetzt ein bisschen klein, aber die gibt es im Internet zum Download, natürlich in größer, zum Draufmalen. Diese Karte muss man führen, um sich nicht zu verirren. Und wenn man das erfolgreich macht, dann wird man irgendwann erfahren, was man gegen diesen Fluch machen kann. Und irgendwann natürlich muss man dann auch gegen, ich sag mal ganz pauschal, den Bösen kämpfen. Also so, wie meinten Sie in Fantasy oder so? Es gibt immer irgendwo etwas Böses. Es gibt was Böses, genau, das haben wir hier auch. Es ist natürlich jetzt nicht jeder, den man für gut hält, auch ein Guter und jeder, den man für schlecht hält, auch ein Schlechter. Aber natürlich gibt es in so einer typischen Fantasy-Welt einen, ich sag mal, Endgegner, den man am Ende bezwingen muss. Man weiß am Anfang noch nicht, wer das ist, das muss man auch erst rausfinden. Aber wenn man das rausfindet, dann ist irgendwann klar, an dem führt kein Weg dran vorbei. Und genau, wir haben das ganze Buch noch ergänzt durch ein paar weitere Ideen. Ich sage jetzt mal beispielhaft eins, das sind unsere Zufallsereignisse. Das gleicht im Grunde den Ereigniskarten bei einem Brettspiel. Also man wird ab und zu aufgefordert, ein Zufallsereignis zu würfeln. Dann würfelt man und je nachdem, was man hat, findet man einen Gegenstand oder man findet Gold oder man wird angegriffen und so weiter. Jo. Genau, das war in aller Kürze alles Wichtige zum Spielbuch, das Feuer des Mondes. Ja, dann bedanke ich mich. Gerne. Und ja, mal schauen. Schnapp ich mir noch jemanden? Okay, ich schnapp mir jetzt den Sven. Ja, bitte. Komm her. Was ist denn hier? Da, du darfst trotzdem hierher. Ich darf trotzdem her. Ja, wenn dann. So. Ja, ich habe gerade schon. Genau. Nee, yeah, ich habe einen Flyer. Ja, du hast zwar jetzt noch kein Buch, aber ja, das ist ja noch dieses Jahr erscheint und keine Ahnung. Also ich hoffe mal bis. Wann ist wieder? Wukon? Wann es rauskommt? Ja, so. Ja, ich bin mittlerweile vorsichtig geworden. Ja, es gibt ja Leute, die sich beschweren. Besser. Ja, genau. Ich hoffe mal, so eine Veranstaltung Ende des Jahres könnte es schon da sein. Ja, das denke ich auch. Dann auf jeden Fall eventuell Wukon oder Dreieckkon. Ich sag mal, Handführungsfeuer würde ich für die Spiel legen, aber ich versuche schon noch früher fertig zu sein. Ja. August ist jetzt so angedacht. Dann wird es auf jeden Fall zu den Endveranstaltungen des Jahres für uns. Ja. Also weil Wukon und Dreieckkon sind ja so die zwei für uns am nächsten liegenden Ursprünge herkommen. Und jetzt trotzdem. Metal Heroes and Fate of Rock, heißt das ja. Ich habe dich deshalb auch vor allem hergeholt, weil wir haben ja ein Radio im Hintergrund bei uns.
Also wir sind eigentlich also Radio, Website und so weiter. Und du hast ja ein gutes Line-up dafür, der noch engagiert. Ja gut, engagiert wäre zu viel gesagt. Ich habe ein gutes Label gefunden, die wiederum es ermöglicht haben, hier ein gutes Line-up ja, dafür zu gewinnen. So ein paar renommierte Gruppen dabei. Ich denke mal, Gravedigger ist bekannt. Cavalera Conspiracy sollte man auch kennen. Ja, Aelstorm, Delane sind ja also, doch schon ein recht gutes Line-up. Also gerade bei uns, Aelstorm absolut beliebt. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch Wert drauf gelegt, dass die Bandbreite auch gegeben ist, dass jedes Genre des Metals irgendwo vertreten ist. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Also da kann ich mich nur bei Darpan Records bedanken. Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf das Buch, wenn es denn endlich erscheint. Ja. Wir werden es dann schön durchspielen. Gut, dann danke. Ich habe zu danken.